Herzlich willkommen mal wieder aus dem Sportbocenter Hannover. Ich bin der Kalle. Nee, wir sind schon wieder nicht im Sportbocenter. Ach so, ja. Guck mal. Dann warum nenne ich das denn nicht? Heute sind wir in der Lübecker Bucht und fahren für euch die Quicksilver 605 Bowrider. Angeschoben wird das Boot von einem Mercury F115. In Deutschland ist der Bowrider so ein bisschen stiefmütterlich behandelt irgendwie. Ich glaube 70 oder 80% der Boote, die in Deutschland als Neuboot verkauft werden, sind Kajütboote. Ich liebe Bowrider, wirklich. Was heißt denn Bowrider? Also Bowrider heißt, hier wo ich hier drin sitze, hier vorne ist ja der Bow, also der Bug, der Bow. Und die Bowrider werden bezeichnet für die Boote, die hier vorne eine Sitz- und Liegemöglichkeit haben. Also die sind einfach vorne offen, so wie hier. Also offene Boote vorne. Genau, Open Bow. Aber wer hat denn hier eigentlich so eine Welle gemacht gerade? Der Segler von eben bestimmt. Ja, also 605 Bowrider, wir sprechen über ein 6 Meter langes Boot, 2,30 Meter breit roundabout. Natürlich haben wir in diesem Boot alles wie Ankerkasten hier vorne, Navigationsbeleuchtung und so weiter. Also das ist Standard einfach, das ist serienmäßig auch natürlich bei Quicksilver. Was ganz schön ist bei diesem Bowrider, selbst bei dem 605, ich kann mich hier rückwärts hersetzen und kann die Beine ausstrecken. So, hier für zwischen können wir noch ein Füllpolster legen, sodass wir eine komplette Liegefläche von machen. Wir können diese eine Rückwand einsetzen, das machen wir gleich mal. Und was sehr geil ist, sehr cool ist, wir können die Tür hier schließen. Und dann zieht's nicht. Genau. Und zwar gibt ja oftmals die Begebenheiten, ich fahre von irgendwo abends nach Hause nach dem Essen und will zurück zu meinem Apartment oder Campingplatz. Und es ist schon ein bisschen frischer draußen. Und da ist normalerweise bei einem Bowrider, das hier auf, das ist die Scheibe zu. Der Wind pfeift hier zwischendurch ohne Ende. So, und das kann ich eben bei diesen Modellen von Quicksilver anders machen. Zumachen, Scheibe zu und bin windgeschützt. So, hier vorne unter den Sitzkissen haben wir natürlich noch Staufächer, das ist klar. Das wäre ja auch schlimm, wenn das nicht so wäre, oder? Öffnen das mal, hier haben wir schon ein bisschen was drin verstaut. Ja, hier haben wir Polster verstaut, hier haben wir zum Beispiel auf die Rückwand. Können wir ja mal geschickterweise einsetzen. So, und dann ist das hier auch mal dicht. Also Staufächer rechts und links unter den Sitzflächen. Dann haben wir hier vorne unter dem Steuerstand zum einen den Feuerlöscher, habe ich das hier aufbekommen. Dann haben wir hier noch zum einen nochmal Staufach drin. Und das ist gar nicht mal so klein. Der Eingang ist so etwas klein, aber da drin ist wirklich viel Platz. Ja, quäl dich mal rein mit deiner Kamera. So, Feuerlöscher und Stauraum. Auf der Beifahrerseite haben wir das nicht, weil, jetzt kommt Ralf sein Lieblingsausstattungsmerkmal in diesem Boot. Hier haben wir nämlich eine Kühlschublade. So, aber leider leer. Leider leer. Ja. So, und somit ist natürlich hier der Stauraum, wo man hierzu rankommt, somit weg. Hat man keine Kühlbox mitbestellt, ist da Stauraum drin. So. Also, Vorteil nochmal bei dem Bowrider. Ich habe die Möglichkeit, komplett von vorne bis hinten, vom Heck bis zum Bug durchzulaufen. Das hat Vorteile beim Anlegen. Das ist auch der Grund, warum mittlerweile wirklich auch ältere Kunden von uns sich für einen Bowrider entscheiden. Weil sie eben beim Anlegen direkt bis vorne durchgehen können. Die brauchen also nicht aufs Bug vorne aufsteigen. Hier hast du einen sicheren Gang, kannst dich überall festhalten. Ja, also das ist eigentlich super gemacht. Und wenn man dieses Boot als reines Tagesausflugsboot nimmt, braucht man eigentlich quasi sagen, barrierefrei. Alter, geil! Also ein barrierefreies Boot. Zumindest wenn man drin ist im Boot, dann ist es barrierefrei. Also um reinzukommen, da muss man schon rübersteigen. Nein, kein Witz. Also das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut gemacht. Hier ist keine Stufe drin. Hier zwischen, wo ich jetzt stehe, auf dem Edelstahlbelag hier, das ist ein Ablauf. Also wenn es hier vorne reinregnet, wir haben ein selbstglänzendes Cockpit, was ja bedeutet, alles, was hier oben an Wasser reinläuft, läuft über Auslässe auch wieder aus dem Boot heraus. Ja, also das Wasser läuft auch nicht bis hinten hindurch. Es verschwindet dann hier. Das ist schon mal sehr schön gemacht. Reinregnet ist gut, ja. Heute hoffentlich nicht. Auf der Anfahrt haben wir echt Regen gehabt. Ne? Ja, das sieht gut aus.
Moment, das kann ich mal zeigen, wo wir echt sind. Schönes Wetter hier, Lübecker Bucht. Jawohl. Da ganz weit hinten, da ist noch der Dirk mit einem Passagier. Die machen heute einen Test mit unserem Boot von Zodiac. Aber da dürfen wir nicht zu viel verraten. Kommt irgendwo Ausgabe, ich glaube Dezember. 2022. Ja, mittlerweile obligatorisch bei Quicksilver. Der graue Gelcode am Steuerstand und auf der Beifahrerseite, was wieder echt stylisch ausschaut. Gefällt's dir, Ralf? Absolut. Ja, ist ganz cool gemacht. Ne? Steuerstand wieder absoluter Wiedererkennungswert. Quicksilver, Smartcraft-Instrumente von Mercury mit Digitalanzeigen, sprich Bordcomputer unten dran. Dann haben wir ein Simrad mit 9 Zoll in diesem Boot mitbestellt. Hier ist normalerweise das Active drin. Das ist leider aufgrund der momentanen Liefersituation nicht zu bekommen. Hat dieses Boot aber und werden wir dann nachrüsten, sobald der dieses Panel wieder ist. Ja, vielleicht hätten wir ein paar Kühlschränke kaufen müssen. Nein, das ist also das kommt wieder nach. Active Trim haben wir ein eigenes Video für. Einfach mal suchen auf unserem Kanal. Nee, verlinke ich euch. Braucht nicht. Oder verlinkt es noch besser mit Komfort. Wunderbar. Ja, und dann rechts und links Fahrer-Beifahrersitz. Auch wieder unsere Top-Sportsitze mit klasse Seitenhalt, mit Flip-Up-Funktion. Ja. Das war zu schnell. Das war zu schnell? Ja, mit Flip-Up-Funktion? Ich kann nicht so schnell hin und her schwenken, dann wird das schlecht. Also. Okay. So, dann lassen sich diese Stühle natürlich wie immer noch um ihre eigene Achse drehen. So, dass ich sie also bis immer so in so Drittelstufen, bis ich sie dann komplett gedreht habe. Geht auf beiden Seiten. Man sitzt wunderbar tief drin im Boot. Also wenn man jetzt höhere Geschwindigkeiten fährt und sitzt sich wirklich rein in den Sitz. Man ist unterhalb der Scheibe, der Wind geht oben drüber. Ist wirklich toll. Echt schickes Boot. So, hier oben haben wir noch ein paar Schalter, altbekannte. Bilgenpumpen, Beleuchtung, Scheibenwischer und Wasserdruckpumpe für unsere Heckdusche, die wir auf der Steuerbordseite hinten rechts haben. Geschaltet wird mit dem F150 von Mercury mechanisch, nicht elektrisch. Das sieht man auch schon an dem Schaltknopf. Jo, was haben wir noch? Schöne Ablagefächer hier unten. Natürlich auch ein Stereo-Radio verbaut. Das Fusion. Das Fusion. Mit Bluetooth. Mit Bluetooth. Ja, haben wir eigentlich in jedem Video, oder? Aber kann man schon mal sagen. Ja, ne? Kann man schon mal sagen. So, pass auf. Und jetzt haben wir noch eine schöne, schicke Bodenluke. Als alter Bowrider-Fahrer, weil mein erstes Boot war mal ein Bowrider, ist das hier die Wasserskiluke. Schon cool. Gasdruckstoßdämpfer für die Luke zum Öffnen und wie immer mit einer ordentlichen Dichtung versehen, dass kein Wasser reinläuft. Ja, ihr seht jetzt hier unten haben wir eine ganze Menge Material schon drin. Das geht circa fast 55 cm geht das unten tief rein und wirklich lang durch in das Boot bis vorne an den Ablauf, bis dahin ungefähr. So weit geht es rein. Also ist wirklich viel Platz, weil Stauraum ist immer ein Thema auf unseren kleinen Booten. Das ist aber hier gleich doch. Das war der See gleich, Schwester. Sein zwei Knoten an uns vorbeigesegelt. Also wenn es zu sehr schwankt, heute bin ich, heute ist es das Wasser. Ja, da war es eigentlich echt ruhige See. Ja, das ist soweit im Cockpit. Wir schauen jetzt mal ein Stückchen weiter zum Heck und in die Backskisten rein. Ja, auf der Hecksitzbank haben wir zum einen die Möglichkeit, die wieder zur Sonnenliege umzubauen. Und zwar macht man einmal das Polster für hoch. Upsala. Klappt das Brettlein um. Das funktioniert sogar, wenn die Fender drin stecken. Also wir haben jetzt rechts und links die Quicksilver-Fender drin, sprich die aus dem Moving-Paket sind. Hier kommt ein weiteres Füllpolster rein. Das liegt jetzt leider ganz tief unten in unserem Wasserschiebekasten. Aber ihr seht so schon, Liegefläche für zwei Personen absolut ausreichend. Genau. Da unten halt nur noch der verkürzte Tischfuß, ne? Genau, hier kommt Stabilität. Zur Stabilität des Füllbrettes der verkürzte Tischfuß rein. Ein langer Tischfuß ist auch dabei. Cockpit-Tisch ist auch so mit dabei. Und der Blindstopfen. Damit man nicht ins Loch tritt, ne? So, dann haben wir unter dieser Klappe hier, haben wir zum einen unseren Hauptschalter. Ja, auch hier wieder unsere Gasdruckstoßdämpfer mit einer vernünftigen Dichtung dran. Hier ist der lange Tischfuß. Wir haben hier die Batterie verbaut. Den Hauptschalter haben wir dort. Mit Automatiksicherung. Ja, hier ist der kurze Tischfuß.
ist jetzt vom Stauraum natürlich nicht ganz so riesig, ja. Aber muss halt irgendein Kompromiss irgendwie immer eingehen. Ne? Nehmt einfach nicht so viel Klamotten mit zum Badefahren. Unterhose mit reinpassen, Badehose. Badehose, Handtücher, ein bisschen Sonnencreme. Apropos Sonnencreme, was zu trinken. Knallt die Sonne ganz schön. Hatten wir überhaupt nicht erwartet heute. Da könnten wir eigentlich mal das Bikini aufbauen und zeigen, oder was? Du machst mich fertig. Ja, ja, komm, wir. Jacke ja. Raus und dann... Ja, machen wir das doch. So, okay, so, also hier hängt man es hinten ein. So, dann kann man die Möglichkeit, eben mit dem halben Cabrio verdeckt zu fahren. Somit ist hier hinten noch weiter Sonne. Fahrer, Beifahrer vorne sind ein bisschen geschützt. So, das fixiere ich hier auch noch mal eben kurz. Und dann holen wir das zweite Teil aus der Kiste raus. Warte. War ja kaum Arbeit, Mensch. Nee, war eigentlich ganz easy. Es war halt nur gemein, weil die beiden Teile getrennt waren und das machen wir alleine. Naja, aber schon geil eigentlich, dass man es trennen kann. Ne? Ja. Und ich sag mal, normalerweise ist man ja auch zu zweit und der zweite könnte helfen. Hups, Alter. Der zweite fällt gleich über Bord. Ja, okay. Ja, also das ist cool gemacht. Dazu haben wir natürlich noch die Möglichkeit, an dem Bimini-Top hier oben ist der Reißverschluss noch dran, an vier Seiten noch das Camper-Verdeck einzuhängen. So, als Bodenbelag haben wir in diesem Boot den Flexiteak-Bodenbelag, den es bei Quicksilver als Option gleich werkseitig gibt, dass er gleich verlegt ist. Vorteil dieses Bodens ist ganz klar seine Robustheit. Also den kann man bearbeiten mit Hochdruckreiniger, Schrubber, Bremsenreiniger, sogar Anschleifbeißer. Wenn er jetzt ganz grob verschmutzt ist. Das geht also durchaus. Es rutscht halt auch nicht. Nein, also man könnte natürlich annehmen, dass das... Mit Barfuß ist natürlich und auch sehr viel angenehmer zum Laufen halt mit Barfuß. Ja, also sehr häufig, sehr gerne genommen. Bieten wir auch sehr gerne an, den Bodenbelag. Ja. Und wirkt einfach maritim. Also ist schon prima. Okay, zum Heck des Bootes. Hier haben wir jetzt den optionalen Wasserskimast montiert. Oder mitbestellt. Ja, schaut auch ein bisschen sportlicher aus und ist aber auch vom praktischen Ansatz her ganz cool. Hat mir neulich ein Kunde hat mich darauf hingewiesen. Er sagt, das ist echt nochmal, wenn man aus dem Wasser kommt und die Badeleiter hier hochkommt, hat man eine schöne Möglichkeit, sich festzuhalten. Ansonsten fehlt das nämlich hier bei dem Boot. Das ist eben einfach der Größe geschuldet. Ja, angetrieben wird das Boot hier mit dem Mercury F115, also sprich 115 PS, 2,1 Liter Hubraum, Vierzylinder, Einspritzmotor. Das Ding läuft wie die Biene. Und wir haben eben schon mal ein bisschen gefahren, 68. Ne? 68? Ich glaube 68. Ja, Dirk ist ein bisschen schwerer als ich. wir fahren jetzt gleich mal 70. alternativ können wir das Boot ab Werk noch motorisieren mit dem Mercury F150. Davon haben wir ein Video auf unserem Kanal mit der 605 Cruiser mit dem F150. Ich glaube, da sind wir auch nur 70 mitgefahren. Das wäre ja langsam stutzig. Aber es ist ein 115er hinten dran, weiß ich genau. Okay. Also, auch wünschenswert bei diesem Boot wäre, wenn der Hersteller jetzt irgendwann mal die erweiterten Badeplattformen für die 6er Baureihe mit rausbringt. Das ist genauso wie für die 605 Cruiser hier in der 605 Bowrider noch nicht zu bekommen. Aber wenn man hier hinten sitzt, komm mal her, setz dich mal neben mich und schwenk mal mit der Kamera so nach vorne raus. Naja, ich muss mal gucken, dass wir unseren ganzen Kram jetzt hier nicht so... Nice, ne? Das ist schon echt ein View. Ja, ja, und man sieht es wirklich, es geht wirklich barrierefrei. Ich weiß, wundert, das ist aus einem anderen Boot. Das gehört nicht dazu. Genau, das wird da hinten ein paar Kilometer weiter getestet. Ja. Das ist ein schickes Boot, oder? Ich finde das, die Bowrider-Konzeption finde ich wirklich gut. Also als Schönwetterboot, sage ich mal, ist es top. Echt, du kannst wirklich von vorn nach hinten durchgehen. Ne? Du hast echt Platz in dem Boot. Wenn du hier mit sechs, mit wie vielen Leuten darf man denn drauf? Sechs. Sechs Leute. Ja,
Also wenn ihr mit 6 Leuten drauf sitzt, 2 hinten, 2 vorne, 2 in der Mitte, eigentlich wären auch 7, 8 hier, aber es ist bis 6 Leute zugelassen. Ja. Genau. Aber mit 6 Leuten hast du ja richtig, richtig viel Platz. Du kannst das Gewicht doch schön verteilen. Wenn hier hinten der Tisch ist, sag ich mal, du hast hier irgendwie dein alkoholfreies Bierchen in der Hand und vorne springen sie ins Wasser und kommen hinten wieder rein. Toll, echt, richtig schön. Fender können wir hier verstauen, haben wir eben schon gesagt, glaube ich. Ne? Hier sind die Bügel. Können wir zum einen die Fender drin verstauen und zum anderen dient er als Ablagebereich für die erweiterte Sonnenliegefläche. Also das Problem Fender, wohin damit, ist hiermit gelöst. Und das sogar auf so einem relativ schmalen Boot. Ne? Das ist wirklich klasse. Ich liebe Bowrider. Wir fahren jetzt. So, ich habe jetzt mal Platz genommen. Die Fahrerposition ist wirklich total ergonomisch. Das Lenkrad ist komplett mittig von mir. Schalter ist schön griffig und als Armauflage kann ich hier die Fensterbank, auf einer Fensterbank, oder? Fensterbank nutzen. Notschubleine um. Schönen Gruß an Leni. Ja, das ist ein Insider. Genau, Insider. Wir klären wir irgendwann mal auf. Kann man das Lenkrad auch verstellen? Nein, das geht hier nicht. Hier nicht? Nein, es ist fix. Gut. Aber ja. Passt schon. Ich fahre jetzt mal eine Geschwindigkeit von 30 km/h. Der Motor macht dabei 3500 Umdrehungen und der Bordcomputer zeigt uns einen Stundenverbrauch an von 15,3 Litern. Wir rechnen das mal hoch und blenden das später ein, was das bedeutet. Okay, also das ist eine sehr angenehme Cruisergeschwindigkeit, Gleitgeschwindigkeit bei 30 und jetzt starten wir mal durch und gucken, wo wir landen. Also es wird auch mit mir nicht schneller. Also wir haben jetzt zu zweit auf dem Boot, weil wir haben so ca. 40 Liter Kraftstoff drin, erreichen wir 60 km/h mit dem Mercury F115. Aber komm schon, das ist echt respektabel. Wie hat denn Dirk im 68 geschafft? Ja, mit dem Wind, wir sind gegen den Wind gefahren. Das halt. So,
Zu den Gewichtsangaben, das ist ganz praktisch. Wir haben gerade reingekrant und wir haben vom Kranführer gemeldet bekommen, das Boot wiegt 1400 Kilo. Mit Motor? Mit Motor. Der hing natürlich betankt, ohne Personen im Boot. Also betankt mit, wie gesagt, knapp 40 Litern. Ja. Also, nice. Schönes Boot. So, das war's mit unserem 605 Bohrreiter von Quicksilver. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet etwas mitnehmen an Informationen aus dem Video. Wenn ihr Fragen zu dem Boot habt, ruft uns an, schreibt es in die Kommentare. Am besten kommt ihr auch noch vorbei zu uns nach Hannover. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.